Hier sind wir in der Gemeinde Löningen, Stadt Helmickhausen, und hier ist ein russischer Kriegsgefangenenfriedhof. Hier sind die Namen und die Daten, wo die gestorben sind. Man sieht hier ganz auffällig, das ist Sterbedaten direkt hintereinander, so weggestorben. Und dann liegen hier noch Nummer 96 und 97 zwei Piloten bzw. zwei Russen aus einer Fliegerbesatzung, die am 2.4. wohl hier 45 hier abgestürzt sind. Es ging hier um den Bau der damaligen Reichsstraße 213. Heute ist das die B213. Entlang der 213, das war ja auch eine Rückzugsstraße von unseren deutschen Soldaten aus Holland und Belgien. Lassen sich heute noch so Spuren finden. Das waren hier die Baracken. Die stehen auch ganz oft im Emsland, habe ich auch schon einige von gefilmt, die Überreste davon. Hier auf den Grabsteinen sind halt die Nummern, und die kann man dann vorne mit der Tafel, die ich eben gefilmt hatte, kann man die vergleichen, dann weiß man genau, welche Nummer, kann man gucken, wann wer gestorben ist.